Servus Leute. Heute habe ich eine tolle Frage bekommen von jemandem, der heißt Seemonischuh, denke ich mal heißt das, ja. Die Frage ist aber sensationell. Er fragt, wie baut man eigentlich seine Kontenstruktur bei mehreren Wohnungen auf? Ich habe im Sommer eine Wohnung gekauft. Da habe ich natürlich ein separates Girokonto erstellt, dazu ein Tagesgeldkonto, Mietkautionskonto. Wie mache ich das denn am praktischen mit der zweiten Wohnung? Im Prinzip geht es ihm darum, dass er nicht den Überblick verliert. Also grundsätzlich muss man sich erstmal die Frage stellen, wie viel Kontenbewegung habe ich eigentlich, wenn ich eine Immobilie habe? Das fängt in der Regel erstmal an mit meinem Mieteingang, den ich von meinem Mieter habe, monatlich. Dann habe ich die Kreditrate, die ich monatlich zu bedienen habe. Dann habe ich das Hausgeld. Alle 3 Monate kommt in der Regel dann noch die Grundsteuer dazu. Und im Prinzip war es das. Also ich sage jetzt mal so 4 bis 5 Kontobewegungen pro Monat. Die Idee jetzt, sich für jede Immobilie ein neues Konto zu machen, wäre sicherlich eine ganz praktische, aber die ständigen Konteneröffnungen führt wahrscheinlich auch irgendwann dazu, dass die Schufa das gar nicht gut findet, wenn ich auf einmal 30 Konten habe oder sowas. Die bessere Variante ist eigentlich, man hat primär ein Konto, auf dem alle Mieteingänge und auch die Ausgänge zu verzeichnen sind, aber man kann sich dieses Konto mit elektronischen Helferlein organisieren lassen. Eine App, die ich sensationell finde, heißt Home, die Vermieter- und Hausverwalter-App. Das ist wirklich sensationell. Bei dieser App ist es so, dass ich quasi alle meine Wohnungen anlegen kann und dafür sorge, dass diese App dann automatisch auf mein Konto zugreift und kontrolliert, ob meine Mieteingänge auch da sind. Und wenn meine Mieteingänge quasi nicht kommen, bekomme ich hier eine automatische Information darüber und kann mich dann letztendlich um meinen Mieter kümmern. Die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kredit nicht abgezogen wird, ist relativ klein. Also da muss ich mich in der Regel nicht sorgen. Auch, dass die Hausverwaltung mein Geld nicht abzieht oder wenn ich nicht bezahle, mich nicht mahnt, habe ich auch noch nicht so oft erlebt. Das sind also Sachen, die laufen automatisch. Auch die Grundsteuer, ich sage mal so, wenn ich die nicht abführe, dann wird mir das Finanzamt ordentlich aufs Dach steigen. Das heißt, im Prinzip sind alle Zahlungsströme relativ safe, außer den Mieteingang und den Mieteingang, den würde ich über eine sogenannte App organisieren. Und dann bin ich ziemlich gut aufgestellt. Das wäre also mein Tipp an euch. Macht nur ein Konto, übertreibt es nicht. Und jedenfalls für die Mieteingänge, so habe ich das auch. Oder vielleicht auch 2, wenn man vielleicht thematisch ein bisschen, vielleicht Gewerbe und Privat ein bisschen trennen will, weil da ist dann doch vielleicht das eine oder andere ein bisschen anders. Aber im Prinzip bei einfachen Wohnungen reicht ein Konto und zusammen mit dieser coolen App. Und dann ist man eigentlich, ich sag mal so, super aufgesetzt. Wichtig dabei ist auch, ich bekomme von dem App-Produzenten hier keine, da gibt es keine Affiliate-Link, sondern ich sage das jetzt an dieser Stelle einfach nur, weil ich diese App sensationell finde. Kann ich euch also nur empfehlen. Der David wird unter das Video auch den Link bzw. ein Bild von dem App schicken. Das heißt, jeder, der Interesse hat, kann sie es einfach greifen. Ihr könnt mir ja euer Feedback zur App mitteilen. Ich bin gespannt. Ich bin mega happy mit dem Ding. Alles Grüße, Florian.